Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem kurzen, knackigen Mini-Vlog. Ihr seht hier gerade mein Greenscreen im Hintergrund. Die Tage hatte ich hier auch mal ein paar La Liga-Sticker sortiert, Leute. Ich habe so viele hier am Start, aber da sind halt auch keine richtigen Nummern drauf. Man muss sie alle nach Mannschaften sortieren etc. Das war sowas von heftig, Leute. Ich habe das so lange gebraucht für. Mann. Jetzt muss ich sie noch einkleben. Mal gucken, ob ich ein Mappen-Update mache darüber. Wenn ihr ein Mappen-Update sehen wollt von dieser La Liga-Sticker-Serie, schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn nicht, dann klebe ich sie halt alleine ein. Und wenn ihr eins sehen wollt, dann kleben wir sie zusammen ein, würde ich sagen. Auf jeden Fall, was habe ich heute zu sagen? Ich zeige euch gleich im Anschluss auch nochmal was richtig, richtig Geiles, Leute. Ich will ja nicht nur einen kurzen Vlog machen, wo ich nur sage, dass ich Sonntag 20 Uhr im Radio bin. Genau, das wollte ich sagen, Leute. Das wollte ich euch eigentlich hier mit diesem Video mitteilen. Schaltet mal Sonntag um 20 Uhr ein. Radio Energy. Leute, pst, vielleicht bin ich dabei. Schaltet rein. 20 Uhr. 20 Uhr Sonntag, Leute, diesen Sonntag 20 Uhr. Ja, und ich bin hier auch gerade noch fertig geworden, Leute, ihr seht es. 21.04., das heißt Freitag, 17.46. Also, wenn ihr das Video seht, habe ich das, diesen Vlog hier gerade gestern aufgenommen. 17.46 und ich bin gerade am Hochladen der Folge Oracle United, die ihr gestern Abend gesehen habt. Also, wieder hier mal ein Zeitmanagement des Todes. Ich habe wieder alles perfekt hinbekommen, Leute, weil Oracle United, da sitze ich so lange dran, die ganzen Kommentare rauszusuchen. Das mache ich ja meistens schon nach den Spielen gleich, um mir halt die Arbeit zu sparen. Nicht gleich, wenn ich es schneiden möchte, aufnehmen möchte, dass ich halt dann noch mehr Arbeit habe, wenn ihr versteht, was ich meine. Genau. Folge 23. Ich mache jetzt auch immer so, dass ich bei Oracle United halt, wenn Champions League anliegt, Europa League, DFB-Pokal, also Spiele unter der Woche, werde ich nochmal eine extra Folge Oracle United machen, Sonntag um 18 Uhr. Freitag 18 Uhr ist immer die Folge Oracle United, wo ich die richtigen Tipps zu den letzten Wochenenden einblende. Also Freitagspartien, Samstagspartien, Sonntagspartien, Schrägstrich, vielleicht auch noch Montagspartien. Manchmal ist ja in der Premier League auch Montag ein Spiel dran, wenn ich da eins orakelt haben sollte. Das hier auch nochmal kurz zur Erklärung. Aber was ich heute, wie gesagt, euch hier in diesem Video so hauptsächlich mitteilen wollte, ist, dass ich halt Sonntag 20 Uhr, schaltet einfach mal ein, Leute, 20 Uhr, Sonntag, Radio Energy, und dann läuft der Hase auf jeden Fall. Und was ich euch noch zeigen wollte, Leute, ich werde jetzt gleich im Anschluss noch aufnehmen, oh yeah, deswegen auch schon die eine Softbox an, beziehungsweise ich wollte hier im Vlog hier auch eine geile Beleuchtung haben. Diese Softbox ist noch nicht an. Und soll ich euch nochmal schon was ganz Geiles zeigen, Leute? Soll ich das schon zeigen oder soll ich es in der Roomtour zeigen? Weil eine neue Roomtour werde ich auch noch machen. In ein, zwei Wochen vielleicht. Mal gucken. Ich muss hier noch ein bisschen aufräumen, wenn ich hier so rüber schaue. Aber soll ich es euch schon zeigen? Nö, ich zeige euch das noch nicht, Leute. Ich zeige es euch noch nicht. Aber vielleicht habt ihr es eben schon gesehen, wo ich die Kamera umgedreht habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Gehen wir mal kurz hier. Zack, zack. Ihr seht hier gerade, da möchte ich jetzt hier gleich aufnehmen. Habe ich schon alles bereitgelegt. Ihr wisst, oh Leute, ist das nicht eine hammergeile Serie jetzt? Da muss ich, vor lauter Schreck muss ich hier nochmal die Kamera umdrehen. Heftig, Leute, einfach nur heftig. Diese Road to Adrenalin XL-Serie, da hat sich Panini mal wieder selber übertroffen. Das ist so geil, diese Serie. Vielleicht mache ich dazu auch noch eine Folge, also eine Serie Let's Collect. Und wer schreibt hier schon wieder auf Skype? Thilo, das gibt's ja gar nicht. Thilo stört diesen Vlog hier. Schon wieder, bip, bip. Hört ihr es? Das gibt's doch gar nicht. Thilo, was willst du denn jetzt? Nicht Spaß. So, Thilo, wenn du diesen Vlog siehst, ich antworte dir gleich. Beziehungsweise, wenn du den Vlog siehst, habe ich dir schon geantwortet. So, ich hole mal ganz kurz dieses geile Stück hier, Leute. Und ihr wisst, was da drin ist, oder? Jetzt mache ich den Koffer bestimmt falsch rum auf. Leute, ihr wisst, was da drin ist. Oh yeah. Geile Sache. Beziehungsweise, ich kann euch auch noch mal ganz kurz zuerst die Softbox, jetzt ist es ganz hell hier. Jetzt ist dunkel. Autofokus, Autofokus. Hier nochmal ganz kurz meine Vitrine zeigen. Hier oben habe ich jetzt erstmal die F1-Wagen hingestellt, weil aktuell gibt es ja noch nicht so viele, 7 Stück. Und deswegen kann ich sie halt noch auf die Vitrine stellen.
Und in der Vitrine, ihr seht es, Leute, ne? Andrea Ranocchia, Schuhkarte, Podolski-Schuhkarte, nummeriert beide zu 20, Leute. Es gibt nur 20 Mal diese Karte auf der Welt. Dann noch Jan Vertonghen, genau, nummeriert zu 10, Trikot und Schuh. Dann habe ich hier halt noch die Hertha-Karten hingestellt. Einmal runter nochmal die Hertha-Karten und hier unten die Ronaldo-Trikotkarte, Dani Alves, Marcelo-Trikot, Blue-Colored, Lallana und Jordan Henderson. Das zu den Kärtchen, die halt in der Vitrine stehen aktuell. Tausche ich halt auch immer mal wieder und wenn neue dazukommen, stelle ich halt die geilsten so für mich da draußen hin, in der Vitrine hin. Beziehungsweise hier, wenn ich jetzt hier mal, oh, mit einer Hand ist das schlecht hier, wenn ich hier meinen Koffer aufbekommen würde, seht ihr auch noch, dass hier auch noch geile Karten drin sind. Ich zeige euch einfach mal alle hier. So, jetzt ist die Beleuchtung hier nicht so geil. Deswegen muss ich mal weiter zurückrutschen. Hier Lukas Podolski Trikot von der Spectra Serie. 75, also zu 75 nummeriert. Ich packe sie gleich alle wieder rein. Shay Given, Autogramm und Trikot. Also das sind solche Premium-Serien, die ich sowas von feier. Also diese Premium-Karten. Premium-Serien kann man sich jetzt nicht entscheiden, ob Spectra das geilste, die geilste Serie ist, Flawless. Aber für mich so Flawless. Bobby Keane, Auto und Trikot. Christian Fuchs Trikot. Mats Hummels, sehr jahre schön Trikot. Und Ivan Rakitic Trikot. Ich weiß, dass er Rakitic heißt, Leute, aber weil es Thilo immer sagt, habe ich jetzt auch mal gesagt. Dann hier noch ein paar Autos, noch weitere, also Autogramme. Thomas Müller, nicht nummeriert, sehr schade, aber trotzdem. Müller muss einfach in meiner Sammlung sein, weil es mein Lieblingsfußballer ist. Patrick Herrmann und David Luis. Es kommen natürlich immer noch weitere Trikotkarten, Autogrammkarten hinzu. Ja, der erste Koffer ist hier schon fast voll, Leute. Der erste Koffer ist hier schon fast voll, beziehungsweise, ja, einige Karten passen hier noch rein, aber wenn er voll ist, kommt halt der zweite Koffer. So, Company, Trikot und Auto. Fellaini, Trikot. Edin Dzeko, Trikot. Das sind jetzt hier die Select-Karten. Dann Thomas Vermaelen, Trikot. Dani Alves Trikot, die meisten sind halt auch nummeriert, wie zum Beispiel Dani Alves hier zu 99 oder auch eine richtig geile Karte hier von Marco Reus als Patch, nummeriert zu 75 ist der Kollege sogar. Diese Karte ist leider nicht nummeriert, Double Team, Alaba und Müller, aber trotzdem ist es eine richtig heftige Karte meiner Meinung nach, Alaba und Müller. Und zu guter Letzt haben wir hier noch Paulinho und Ramirez. So, dann kommen die Kärtchen wieder zurück. Da wo sie hingehören, hier oben haben wir noch, ja hier oben sind ein paar, zwei Stück insgesamt, zwei nummerierte, die jetzt, die halt nummeriert sind und kein Trikotstück haben oder ein Autogramm drauf. Mats Hummels von der Prism und von der Don Ross Serie haben wir hier Roberto. Habe ich halt auch nochmal hier reingepackt. Zack, weiter geht's dann mit Bundesliga Chrom, habe ich ein paar, da will ich mir eigentlich auch noch weitere kaufen, weil Bundesliga Chrom gibt es ja jetzt nicht mehr und ich finde die Karten eigentlich gar nicht so verkehrt. Max Kruse, der Pokerspieler, als Trikot und Auto habe ich. Dann Robert Enke, das hat mir Lukas mal zugesendet. Lukas Siebert, vielen, vielen Dank nochmal an dich, Lukas. Robert Enke Autogramm, Originalautogramm, muss ich natürlich ehren, weil Robert Enke war ein guter Mann. Dann noch Kevin Großkreuz, auch Original, hat mir auch ein Zuschauer zugesendet. Vielen, vielen Dank, hebe ich mir natürlich auf. Und das war es. Hier oben sind nur noch die Schlüssel, aber da sind noch keine Karten drin. Also ein paar passen hier noch rein. Rin. Wie der Berliner sagen würde, ein paar Karten passen da noch rein. So, zack, jetzt müssen wir das nur schnell wieder zumachen. Oh yeah. Das war der heutige kurze Mini-Vlog. Ich habe euch nochmal meine Premium-Karten gezeigt und wie gesagt, Sonntag 20 Uhr. Vergesst es nicht, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Hier könnt ihr mich jetzt noch abonnieren, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Kostenlos natürlich. Leute, es fragen auch wie immer welche wieder im Livestream oder so. Kostet abonnieren was? Nein. Völlig kostenlos. Einfach abonnieren klicken und dann verpasst du keiner meiner Videos mehr. Hier unten findest du nochmal den letzten Vlog. Da war ich auf der Topstour in Berlin. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen, wie Ben Master wohl sagen würde. Haut rein, tschüssi.